Und zurück nach Deutschland. Eine helfende Hand brauchen die ganz Kleinen, wenn sie auf die Welt kommen. Und manchmal braucht auch dabei die ganze Familie Unterstützung. Für viele ist es nicht einfach, einen Termin beim Arzt zu erhalten oder überhaupt die geeignete Praxis zu finden. Für sie gibt es seit ein paar Jahren eine Anlaufstelle, die sogenannte Baby-Sprechstunde. Hebammen und Kinderkrankenschwestern empfangen sie dort, um aufzuklären, zu begleiten und zu helfen. David Sajons war für uns mittendrin bei der Sprechstunde im nordrhein-westfälischen Minden. Ein bisschen Husten? Ja. Ja, okay. Und Schnupfen, hat er Schnupfen auch? Ja. Okay. Um sich hier zu verstehen, braucht es Gesten. Inhalieren Sie noch? Ja. Super. Okay. Trotz der Sprachbarriere gelingt es Kinderkrankenschwester Melanie Brogmeier, Vertrauen aufzubauen zu Eltern und Kindern. Willst du zu mir? Oh, jawohl. Wir kennen uns schon, ne, Hada? Unter den Besuchern ihrer Babysprechstunde sind viele Geflüchtete, die Lebensumstände oft schwierig. Große Familien auf engem Raum. Wie viele Kinder haben Sie? Wie groß ist Ihre Familie? Sechs. Sechs Kinder? Ja. Und alle wohnen hier? Ja. Der kleine Hadam und seine Familie leben hier im Haus, in demselben Wohngebäude, in dem sich auch die Babysprechstunde befindet. Das ist Teil des Konzepts. Seit 8 Jahren sind sie schon hier, nah dran an ihren Patienten, erzählen mir die Kinderkrankenschwester und ihre Kollegin, eine Hebamme. Einmal war die Überlegung, ob man hier rausgeht und in einen schönen Neubau im Kindergarten mit einzieht. Und da haben wir beide sofort gesagt, nein, das gehört hierher. Also auch mit dieser nicht perfekten Art, wie es hier halt in dieser Wohnung ist, das soll nicht weg. Betrieben wird die Babysprechstunde von der Stadt Minden in Kooperation mit der Caritas. Im Wartezimmer lerne ich ein junges Paar kennen. Ihr Baby, der kleine Seku, gerade mal eine Woche alt. Die erste Kinder war Alseni, das ist die zweite Kind ist Seku. Ah, okay, das heißt, Sie haben jetzt schon 2 Kinder und mit beiden Kindern waren Sie immer hier? Immer hier. Ja, immer hier. Die Ebermann macht alles, ihre Arbeit ist super. Wie wichtig diese Arbeit heute noch wird, ist den jungen Eltern in diesem Moment noch gar nicht klar. Zu Beginn der Untersuchung sind alle entspannt. Wie ist mit Schlafen und Essen? Baby? Ja. Ich? Du und das Baby? Ja, aber jetzt ich viele essen. Du isst viel, das ist gut. Das ist auch gut. Ja. Mit dem Baby ist alles in Ordnung. Schnell aber kippt die Stimmung. Denn als Hebamme Wiebke Stumme Schäfer den Bauch der jungen Mutter abtastet, hat die starke Schmerzen. Außerdem berichtet sie von Kopfweh und gelegentlichem Fieber. Ich möchte dich heute noch mal wirklich zum Arzt schicken. Okay. Ja, also das gefällt mir nicht so ganz gut. Ja, das ist zu schmerzhaft. Ihr Verdacht? Gebärmutterentzündung. Melanie Brogmeier legt sich ins Zeug, um schnell einen Gynäkologen zu finden. Melanie versucht gerade beim Doktor einen Termin heute, aber es ist schwer. Okay. Eventuell müssen wir dich in die Notaufnahme, ins Klinikum, dass du dahin fährst. So kommt es dann auch. Die stillende Mutter muss mit Baby in die Notaufnahme. Danach durchatmen. Und die Frage, was wäre gewesen, wenn die Familie heute nicht zu ihnen gekommen wäre? Ich will es jetzt nicht dramatisieren, aber es ist eine nicht zu unterschätzende Erkrankung. Das ist eine Entzündung der Gebärmutter. Das muss behandelt werden, das muss antibiotisch behandelt werden, das kann nur ein Arzt und da kann ich nur sagen, jetzt sofort, um Schlimmeres zu vermeiden. Die Babysprechstunde richtet sich nicht nur an Geflüchtete, sie ist offen für alle, ohne Termin. Und das wird angenommen. Jessica Nagel ist im 7. Monat. Vor allen Dingen, wenn man sich halt die Sorgen macht, dann hat man halt eine Stelle, wo man halt hingehen kann. Und das geht halt auch schnell. Und dann kann sie den Herzschlag ihres ungeborenen Kindes hören. Alles in Ordnung, bei Mutter und Kind in der Babysprechstunde.